Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Es ist 17 Uhr, der Höhepunkt des Tages für viele von Ihnen, für uns ganz bestimmt auch. Es beginnt die 5 Euro Überraschungsshow, wo wir Produkte haben, die alle nur 5 Euro kosten, die bis vor wenigen Sekunden noch viel mehr gekostet haben und in 2 Stunden wieder viel mehr kosten werden. Das ist das Zeitfenster, das Sie haben, um die Produkte zu bestellen. Es sei denn, Sie sind vorher ausverkauft, aber wenn Sie schnell sind, können Sie sich alles sichern. Ich würde sagen, wir legen los, Ralf, oder? Ja, was dran kommt, wissen wir nicht, aber 2 junge Damen haben wir, Monika und Diana, die bringen uns die Artikel und wir lassen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen, wenn Ihnen was gefällt. Oh, und wir nichts anderes sagen dürfen, jedes Einzelprodukt schön, die haben dich bis zu 5 das ist Mal schön bestellen. Wir beginnen mit... Die sind nicht so, mit aber ich... Die nicht so, ne? Kugelschreiber? Nein. Ein Stift. So, auch nicht. Ein Stift. Schraubenzieher? Richtig. Das ist ein Schraubenzieher. 8-in-1 Schraubendreher im Kugelschreiberdesign. Auf der Rückseite sind die 8 Bits drin, sodass man hier wirklich alle schrauben kann. Und jetzt kommen wir noch zum Highlight. Es ist ein Zweierset. Also 2 dieser 8-in-1 Schraubendreher bekommen wir jetzt für 5 Euro. Stück. Zwei. Ich glaube, so kleine Schräubchen mal gibt es immer mal zu schrauben. Ob das eine Brille ist, ob das ein Batteriefach oder ähnliches ist. Ich glaube, so kleine. Manche Schrauben sind locker, ja. Ja, bei vielen sind manche Schrauben locker, ja. Ob die für alle Schrauben gehen, weiß ich nicht. Aber die kleinen Schrauben, also gerade für Brillenträger, für Leute, die Batteriefächer aufmachen müssen oder mal für die kleinen Reparaturen von den kleinen Schrauben. Bei Computern zum Beispiel. Ja. Was haben wir denn? 4 Kreuz, 4 Schlitz, oder? 4 Kreuz, 4 Schlitz in allen möglichen Größen. Das ist natürlich ideal, wie du sagtest, für Brillenträger. Ich habe das immer wieder, dass sich das Gelenk hier lockert. Ist ja klar, man setzt sie auf und ab die ganze Zeit. Da muss man ab und zu mal nachziehen. Wir haben so eine Kiste, da sind 8 von diesen kleinen Schraubenziehern drin. Und die nimmt natürlich viel Platz weg. Das ist ja super praktisch hier, einfach so im Stiftformat. Kann man auch mal eben in die Laptoptasche tun, in die Jackentasche. Modellbau könnte ich mir Modellbau das auch gut vorstellen. Auch, natürlich, also der Simon aus Berlin schreibt uns, ein sehr hilfreicher Gegenstand, oft gebraucht und immer dabei. Und der Hubert aus Friedrichshafen, liebe Grüße an den Bodensee, sehr praktisch, weil die Bits immer im Griff mit dabei sind. Dadurch eine kompakte Lösung zum Mitnehmen. Und sehr schöne Farbe auch, das ist nicht schwarz, das ist Anthrazit. Anthrazit, oder? Ne? Ja, das ganz, ganz genau. Mir sehr. Also ich bin begeistert. Einfach so beim Hemd, Tasche, ja, oder einfach so beim Kleidchen. Ja, du kannst das eigentlich auch wie einen Kugelschreiber tragen, klar. Ja. Laptop-Tasche ist was. Im Modellbau hat man sowieso immer so eine kleine Werkzeugkiste dabei. Aber du hast natürlich recht, du sparst viel Platz. Ist deine Brille locker? Hast du eine Schraube locker? Das geht echt super. Also Ingo hat eine Schraube locker, das ist gleich repariert. Ich habe sogar 2 Schrauben locken. Das geht echt super. Also das kann man dann einfach immer dabei haben, einfach in der Tasche haben und dann hat man immer einen Schraubenzieher dabei. Auch Batteriefächer, weißt du noch, wie wir mal so ein Batteriefach aufmachen mussten? Was haben wir gesucht? Da hast du hier so einen kleinen Schraubenzieher gefunden. Also früher war der kleinste Schraubenzieher eigentlich der Phasenprüfer. Den hat jeder für die Lüsterklemmen. Ja? Der reicht heutzutage nicht mehr. Der ist oftmals zu groß für viele andere Schrauben. Gerade Batteriefächer ist das beste Beispiel. Mittlerweile werden ja immer mehr Batteriefächer eben hier verschraubt. Ich glaube, die müssen zugeschraubt sein. Ich weiß es nicht genau. Das ist. 8 Bits sind übrigens drin. Du hast jetzt noch 7, Diana. Weil da unten vor dir auf dem Boden liegt noch einer. Aber ist auch magnetisch, also der fällt auch nicht raus, das Bit hier. Machen. Nee, das ist mal was richtig, richtig Praktisches. Sehr schick auch hier. Komplett aus Aluminium, wenn ich das richtig sehe, hier der Griff. Also es ist Aluminium im, im Aluminium-Finish, ist das. Anthrazit und Aluminium-Finish. Mhm. Aber es ist Metall, das ist auch wichtig, dass es kein Plastikbomber ist. Ja. Wenn man so eine Kunststoffschraubenzieher hatte, der weiß, wenn man mal ein bisschen fester dreht oder aufdreht, dann ist der abgebrochen. Ich glaube, der hält auch lang. Und jetzt nochmal die Betonung. 2 dieser 8-in-1 Schraubendreher bekommen Sie für 5 Euro. Ich hätte es bei einem für 5 Euro schon gesagt, ist ein tolles Angebot, ja. Aber jetzt 2 für 5 Euro. Die Bestellnummer ist die NC9882 und die 569. Monika, kennst du auch ein paar Leute, die eine Schraube locker haben, bei denen du gerne mal drehen würdest? Ja. Jetzt hast du das richtige Werkzeug. Ich auch mal selber ab und zu. Zum Glück habe ich das jetzt nicht gesagt. Aber haben wir das nicht alle ab und zu mal eine Schraube locker? Ja. Also,
ein viel benutzter Gegenstand, ganz mit großer Sicherheit, auch bei Ihnen, Hallo. Ob zu Hause, ob unterwegs. Ich glaube, so einen kleinen Schraubendreher, den braucht man immer mal wieder. Jetzt haben wir das gesehen bei dir an der Brille, Ingo. Ich kann mir das aber auch gut vorstellen, gerade bei Sonnenbrillen, ja, die man nicht so oft nimmt. Also all das ist natürlich hier möglich. Und 8 Schraubendreher in einem so kleinen, kompakten Set, die sind natürlich hervorragend. Also, fängt schon wieder toll an. Klasse, Werkzeug. Ja, vor allem, du kannst es einfach mal in die Küchenschublade tun, musst dich in den Werkzeugkeller, wenn du mal einen kleinen Schraubenzieher zwischendurch brauchst. Super praktisch und 2 Stück und kann man mehrfach bestellen. Ist vielleicht auch ein schönes Geschenk mal so, oder? Bitteschön. Dankeschön. Kann wirklich jeder brauchen. Ich glaube, wir haben heute lauter kleine Produkte. Das ist, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, nominell ist das eine Handtaschenbeleuchtung. Kann das sein? Das ist ein automatisches LED-Handtaschenlicht mit Licht- und Bewegungssensor. Das heißt, wenn du die Handtasche aufmachst, geht sofort das Licht an. Also ich habe mal scherzhaft zu einer Kollegin gesagt, dass Frauen 3 Jahre ihres Lebens nur damit verbringen, in der Handtasche irgendwas zu suchen. Ja, sie hat das auch noch geglaubt, weil sie es scheinbar auch immer sucht. Aber ich glaube, jeder weiß das, wie lange Frauen in Handtaschen suchen können. Bist du auch so eine, Monika? Ja. Ich suche da auch ab und zu mal des Öfteren. Ab und zu mal des Öfteren, vielleicht immer, auch täglich. Ja. Ob es Feuerzeuge sind oder ob man einen Schlüsselbund sucht oder egal was. Aber ich glaube, das ist unglaublich hilfreich. Ich habe sowas übrigens zum ersten Mal gesehen, nicht an der Handtasche, sondern an einem Bediengeldbeutel. Ja, sowas hatte eine Bedienung, und da würde das auch reinpassen, Stimmt. im Geldbeutel, weil die in der Diskothek bedient hat. Und wenn du einen Geldbeutel aufmachst, hast du nie das Geld gesehen. Ja. Das Licht ging dann automatisch an und da war alles beleuchtet. Und das hat es um einiges erleichtert. Aber so mit dem Clip einfach in die Handtasche festmachen und durch den Bewegungssensor, wenn du es brauchst, geht es Licht an. Ich glaube, ihr spart wirklich anderthalb der 3 Jahre. Ich glaube auch. Also richtig praktisch, dass es auch so klein ist, nimmt nicht viel Platz weg. Aber es ist ordentlich. Hell, ja. Weißt du denn, was bei dir alles in der Handtasche ist? Immer. Ach nee, da kommt einfach mal immer mehr rein und irgendwann suche ich dann halt mal was. Aber hiermit finde ich es. Ja. Super praktisch. Also super praktisch, schreibt übrigens auch der Rainer aus Eckental. Ein willkommenes Mitbringsel bei Besuchen, Blind Dates, Kollegengeburtstagen. Jede Frau war bisher begeistert, habe bisher 5 Stück verschenkt. Ist ein tolles Geschenk, wie alles hier in der 5-Euro-Show auch. Stimmt. Und Sie dürfen es bis zu 5-mal bestellen. 5 Euro hier für diese tolle, tolle Handtaschenbeleuchtung, die eben auch schön hell ist. Das ist ja auch wichtig, dass man da im Dunkeln auch was sieht. Die Bestellnummer ist der NX7397 und die 569. NX7397 und die 569 für diese tolle Handtaschenbeleuchtung, also die wirklich jeder brauchen kann. Zu 90% ist das ja ein Frauenprodukt, aber meine Herren, greifen Sie jetzt auch zu. Am besten bis zu 5-mal verschenken Sie das bei Gelegenheit. Weil erstens mal wird sich jede Frau darüber freuen. Da bin ich sicher, weil das Problem kennt jede Frau. Und wir Männer stehen auch nicht verzweifelt nebendran, wenn unsere Frauen wieder irgendwas in ihrem Handtaschen-Nirwana suchen. Also ich finde das eine tolle Lösung. Auch für Serviergeldbeutel bei eben Bedienungen oder bei Servicekräften, die auch gerade in Clubs oder in Diskotheken arbeiten, wo ja nicht so viel Licht ist. Ich könnte das auch gut brauchen. Ich habe mein Werkzeug, was ich immer so brauche, in so einer Fahrradtasche drin, so eine Umhängetasche. Und dann bist du auch immer am Suchen. Ja, die ist ganz schön tief und dann, wenn ich dann einen bestimmten Schraubenzieher suche, bin ich auch ein bisschen am Suchen. Also vielfältig anwendbar. Dankeschön. Oh, was ist das? Das ist ein Salzstreuer? Ja, ja, das braucht aber viel Salz. Das ist eine Kaffeetasse. Ein doppelwandiger Edelstahl-Isolierbecher, der warm als auch kalt hält, mit 280 Milliliter Füllmenge, die hier drin ist. Also das ist so ein Kaffee-to-go-Becher. Der ist richtig cool. Ich liebe Kaffee oder eher gesagt Kakao-to-go. Mhm. Und da kriegt man sonst immer diese Pappbecher, aber die werden irgendwann so labberig. Ich finde das hier eine richtig gute Lösung. Ja, und umweltfreundlich sind Pappbecher auch nicht. Das hier ist, glaube ich, die Alternative. Es wird übrigens auch sehr begrüßt, wenn man irgendwo einen Kaffee to go mitnimmt, aber den eigenen Becher mitbringt. Passend übrigens für alle Kfz-Halterungen, das ist auch wichtig. Mhm. Also der Becherhalter, den gibt es ja in vielen Autos. Und oben zeigt uns das gerade Diana, da haben wir kein Verschütten beim Trinken durch den Ausgussschutzrand. Ich glaube, das ist auch schon jedem passiert, bei Kaffee-to-go, dass er mal gekleckert hat. Ja, diese Plastikdeckel, die halten manchmal einfach nicht Weißes fest. Weißes Hemd, Kaffee, kennt man, ne? Man greift, so den Becher und dann platsch hat man den ganzen Kaffee im Auto. Und oder das Kaffee bleibt nicht so heiß mehr, Bleibt aber auch nicht hier lang.
Das ist wirklich schön, sieht fantastisch aus. Wie groß ist das? Wie viel Milliliter? 280 Milliliter. Perfekt. Ja, so die das ist die Mittel, Mittel, oder? Mittel oder groß? Ja, das ist Mittel. Groß, ich glaube, das ist 330. Du kennst aber fantastisch, gut aus. Hier von Rosenstein und Söhne. In meinen Kopf. Also auch sehr stabil. Auf jeden Fall auch das mit Sicherheit ein gern genommenes Geschenk, wenn man mal so kleine Geschenkideen sucht. Aber für jeden Kaffeetrinker genau das Richtige. Auch ich, wenn ich auf längere Fahrten gehe, nehme ich mir immer Kaffee mit ins Auto. Ja, aber wenn du den irgendwo holst, eben hast du dieses Wegwerfverhalten. Das wollen wir ja alle abschaffen. Damit kann man es eben abschaffen und kann sie immer wieder verwenden. Ich finde auch diesen verschließbaren Deckel toll, weil das ist auch oft, dass man das hier den Kaffee dann überall am Rand hat und eben doch wieder im Auto. Den kann man hier abschließen, dadurch wird die Temperatur gehalten und es kommt nichts raus. Trinkst du lieber Tee oder lieber Kaffee, Diana? Kaffee und Tee. Zum Beispiel, also Kaffee meistens, aber Tee zum Beispiel Pfefferminze trinke ich. Oder Kakao wie Moni. Die Bestellnummer ist die NC5834 und die 569 und hier aus Edelstahl, also auch sehr hygienisch und vor allem leicht zu reinigen. Das darf man auch nicht unterschätzen und dann eben hält's lang warm oder auch im Sommer kalt, Getränke kalt. Aber was ich wirklich toll finde, ist dieser Rand oben, dieser Tropfschutz praktisch. Dass man nicht, weil ich glaube, ist jedem schon mal passiert, auch bei Isolierbechern, dass man sabbert. Ja. Hier passiert das nicht. Ich finde auch die Form sehr schön, dass er eben so glatt ist. Und nicht diese konische Form. Ein Preisalarm, das heißt, hier ist ein Produkt, welches normal wesentlich hochpreisiger ist. Unsere Stammzuschauer wissen das. Wir haben es runtergesetzt auf 5 Euro mit der Begrenzung maximal ein Stück hier jetzt pro Besteller. Und wir haben es lohnt sich eigentlich immer, weil es ein was ganz besonderes Produkt ist hier, was eben so runtergesetzt ist. Das hält meistens auch keine 2 Stunden, so lange haben Sie also Zeit. Das ist ein digitaler Profi-Batterietester mit LCD-Anzeige. Für alle gängigen Batterien, für AAA, AA, C, D, 9 Volt, sogar für die Knopfzellen sehe ich hier. So, ist ja Wahnsinn. Schauen die rum. Oh, perfekt. Also ich habe jetzt mal eine D, die große, reingemacht. Du hast eine AA, ja? Ja. Also wir sehen, vorne ist Plus, hinten ist Minus, das sehen wir. Aber jetzt habe ich das einfach mal rein und meine ist randvoll. Man sieht es hier in der digitalen Anzeige. Das hier ist für 9 Volt Blöcke, denke ich mal. Mhm. Und Knopfzellen auch noch hier. Da auch. Also das ist ja genial. Und wirklich, man muss nicht lang rumprobieren. Ich glaube, man weiß, man sieht sofort, welche Batterie wo reinpasst, weil es passt jede Größe nur in einfach. Ja, ja. Also wirklich klasse. Für 5 Euro finde ich das sensationell. Ja, manche haben ja da so ein Gelenk immer dran. Da muss man die ganz genau richtig halten, dass der Kontakt zustande kommt. Hier steckt man die Batterie ganz einfach rein und kann dann eben sehen, ob die noch voll sind oder nicht. Und oft sind Batterien noch voll, obwohl man denkt, die sind leer, weil irgendein Gerät nicht mehr geht. Aber gerade bei Geräten, wo sie 3 oder 4 Batterien drin haben, sind meistens 1 oder 2 noch wirklich gut gefüllt. Spart also auch noch Geld. Und ja, es ist Zeit, dass man eben auch weiß, wie voll die Batterien noch sind. PE3496569 ist unser Preisalarm. Das heißt, Sie dürfen ihn nur einmal bestellen, weil das besonders heruntergesetzt wurde. Und wir ein kleines Sonderkontingent jetzt haben für Sie in unserer 5-Euro-Überraschungsshow. Also ich muss sagen, ich habe schon viel Batterietester gesehen, vielleicht auch, aber das ist der komfortabelste, den ich je gesehen habe, auch von der Bedienung. Ich glaube, da muss man sich überhaupt nicht anstrengen. Man sieht sofort, wo welche Batterien reinpassen. Hier oben die digitale Anzeige, da sehe ich immer den Füllstand. Und wichtig ist ja, gerade heutzutage, ich glaube, wir schauen jetzt gerade auf Energiesparen, das fängt auch bei den Batterien schon an, mehr als jemals zuvor. Zum Beispiel Batterien, die bei elektrischen Geräten Spielzeug nicht mehr funktionieren. Die können noch ein Jahr gut sein für eine Fernbedienung zum Beispiel. Ja, also einfach mal schauen im Tester, ist die wirklich komplett leer oder ist noch eine Restenergie drin, die ich dann an anderer Stelle nutzen kann. Und ist es euch auch aufgefallen, auch Batterien sind im Handel um ein Vielfaches teurer geworden als noch vor einem Jahr. Ja, und dementsprechend lohnt es sich natürlich, die auch alle zu testen. Ja, du schonst ja auch die Umwelt, weil Batterien sind ja nun mal Müll, der besonders entsorgt werden muss. Hiermit kann man eben die Batterien wirklich bis zum Letzten ausreizen, sage ich mal. Weil es ist ja wirklich so, dass bei vielen Batterien, die geht das Gerät nicht mehr, aber es ist dann eine von 3 Batterien, wird dann vielleicht noch funktionieren. Mhm. Ideal, um Ihnen Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Nochmal die Bestellnummer für unseren Preisalarm ist die PE3496 und die 569.
jeder hat ja so eine Schublade mit Batterien, ne? Und man nimmt dann doch wieder eine neue, weil man nicht genau weiß, ob die noch voll sind oder nicht. Hiermit kann man das super testen. Wir schauen mal auf pearl.de. Da sehen wir, dass es 13 Euro kostet, regulär und in 2 Stunden auch wieder. Jetzt heute im Preisalarm nur 5 Euro. Bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Unser Preisalarm heute ist der Batterietester. Ich finde den richtig klasse und kann mir auch vorstellen, dass der schnell vergriffen sein wird. Also wenn Sie etwas sehen, rufen Sie schnell unsere gebührenfreie Telefonnummer an und bestellen Sie sich Ihren Batterietester. Und was ich wirklich toll fand, 6 verschiedene Arten von Knopfzellen kann man testen. Ja. Also Knopfzellen ist ganz schwer zu testen, normal, damit geht's. Also wirklich ein toller Preisalarm, gehört meiner Meinung nach in jeden Haushalt, weil wir müssen ja überall schauen, dass wir sparen können. Und bei den Batterien fängt es an. Jetzt darf ich wieder auspacken. Eben, was ist schönes, wirklich schönes. Dankeschön. Oh. Ja. Ein O. Ein O. Ein, ja. Ein Licht, wenn ich das richtig sehe. Eine Sternenlichterkette mit 40 LEDs und die ganze, die ganze Lichterkette ist 4 Meter lang. Da kannst du also richtig schön dekorieren. Ja, und der Uli aus Rödental schreibt gleich mal, haben Sie bei mir am LKW, die Länge von 4 Metern ist für die Frontscheibe ausreichend. Oh, das sieht man oftmals, LKW-Fahrer, die eben so eine leichte, vielleicht auch weihnachtliche Beleuchtung ums Cockpit haben. Und mit den Sternchen ist das, glaube ich, da optimal. Ja, vor allem für den Preis, für 5 Euro. Diana und ich waren heute Morgen auch mal ein bisschen Deko shoppen und da waren die deutlich teurer, die Lichterketten. Ich hoffe, ihr habt sie nicht gekauft. Nee, wir haben sie echt nicht gekauft. Wir haben nur gecheckt, aber ihr habt gesagt, ja, bei uns, das ist bei uns viel, viel günstiger. Also kaufen wir alles bei Pearl. Richtig. und es ist richtig schön, man braucht halt keine Zuleitung. Nicht schauen, wo habe ich die nächste Steckdose, es ist batteriebetrieben. 3 Doppel-A-Batterien kommen ins Batteriefach, welches flexibel einsetzbar ist. Und es ist eben LED-Technik und dementsprechend brauchen die ganz, ganz wenig Strom. Hier steht unter anderem ideal für Fenster, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Flur, Balkon und vieles mehr. Besonders biegsam, man kann sie also einsetzen, wie man will. Und es ist eine tolle Deko, nicht nur zur Weihnachtszeit. Das können wir nur unterstreichen, oder? Also guck mal, wie viel Licht das ist, Mensch. 4 Meter ist dieser Schlauch lang, dieser Draht lang. Den Draht, der ist so dünn, den sieht man auch fast gar nicht. Und dann hier diese kleinen Sternchen, das ist sehr so klein. Putzig, ne? Guck mal, also ich würde das auch ums Fenster rum machen. Diana, du hattest da noch eine Idee? Ja, zum Beispiel in Glas. Einfach in Glas rein, habe ich auch schon gesehen. Oder wie wäre es, wenn man so einen ovalen, großen Spiegel hat, um den Spiegel herum. Ja. Sieht mit Sicherheit eine auch toll sehr aus. Gute Idee. Also ich denke, Sie haben noch viel bessere Ideen zu Hause. Aber wie gesagt, 4 Meter mit 40 LEDs für 5 Euro, das ist natürlich schon ein Wahnsinnshammerpreis. Und ich behaupte einfach mal wieder, das geht eben nur bei uns in der 5 Euro Überraschungsshow. Und die Bestellnummer ist die NX6909. Und die 569, da guck ist das, was mal, du gerade gesagt du? Hast. Aber und jetzt habe ich gerade nur von Spiegeln gesprochen. Wenn man ein schönes Bild hat, kann man das natürlich auch außenrum machen. Und mit 4 Metern ist das ein Meter auf einen Meter, hast du 4 Meter Rahmen, ja, dann wäre das perfekt. Ja, oder eben als Tischdeko eben auch. Ne? Jetzt gerade zur Weihnachtszeit, sehr schön, den einfach mal so auf dem Tisch ausbreiten. Das macht dann gleich weihnachtliche Stimmung. Das sieht man immer wieder hier, was wir hier im Bild gesehen haben, eben auch einfach in so ein Einmachglas rein. Das macht ganz tolle Lichteffekte. Und wir machen weiter mit den nächsten Lichteffekten in unserem Buzzer. Und jetzt bin ich gespannt. Also wir haben wieder tolle, tolle Produkte. Ich finde das immer schön, wenn wir so Lichtsachen haben. Bitte schön. Magst du auspacken, Monika? Gerne. Also dann, Oha, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir was ganz Schickes. Das ist ein Zahnbürste. Ich weiß nicht, nein, das ist diese... Ich gebe es dir mal weiter. Stromhall. Ach, ein Trinkhalm. Jetzt. Strohhalm? Ja, pass auf, dreh mal auf. Ich habe richtig gesagt. Ja, ich glaube, das ist zu drehen. Jawohl, da ist ein Gewinde dran. Und da sind diese Teleskop-Edelstahl-Trinkhalme drin. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Club. Wie edel ist denn das, wenn du am Schlüsselbund oder so deinen eigenen Trinkhalm abholst? Ja. Ingo, die ist auch richtig. Was für ein Club? Kannst du dir vorstellen, du bist im Club? Ich und du machst deine... Achso, du kannst beim Nachbarn den Drink klauen. Ja. Ja, das merkt keiner. Ja. Das ist ja cool. Was ist das? So, jetzt müssen wir noch sagen, es ist natürlich nicht einer dieser Trinkhalme, sondern es ist ein Zweier-Set für 5 Euro. Aber ich finde schon allein die Coolness, wenn du das auspackst, gigantisch. Jetzt stell dir wirklich mal vor, du bist irgendwo und du bekommst wieder so einen Papp-Trinkhalm. Das ist
wirfst du den einfach mal weg, holst da von deinem Schlüsselbund deinen eigenen Trinkhalm raus. Du musst dir nochmal die Augen von den anderen vorstellen. Schon allein das wäre mir 5 Euro wert. Weißt du, was auch toll ist? Es gibt dieses schottische Schnellrestaurant, wo es diese Milchshakes gibt. Ja. Und die haben immer diese Plastikstrohhalme. Wenn du dran ziehst, dann zieht sich der Strohhalm zusammen und man kriegt gar nichts raus. Der hier ist aus Metall. Wird sich nicht zusammenziehen. Also mit schottisch meinst du wahrscheinlich ein schottisch klingende. Ja, ein schottisch klingende. Aber übrigens, der Putzpinsel, den Ingo jetzt gerade hat, der ist auch noch im Lieferumfang enthalten. Und man kann die eben immer wieder verwenden. Echt? Ist der bei dir drin? Ich kann ihm nicht. Also ich finde das klasse. Also, hier, Bürste ist auch noch dabei. Es ist ein Zweierset, inklusive Hülle. Da ist noch ein Karabinerhaken dran, man kann da sogar einen Schlüsselbund hängen oder sonst wo. Und hat seinen Trinkhalm immer dabei. Ja, bei mir auch den, aber wer hast du das rausgenommen? Ich habe gezogen. Pass mal auf, wenn du es zusammenschiebst, schiebst sich der doch fast von alleine raus. Du musst es erstmal wieder zusammenschieben. Schieb's mal zusammen. Probier's mal so. Ah, ja, und ihr kleines Schweinchen hier, ich sehe. Okay. Ein Teleskop-Strohhalm. Das wusste ich gar nicht, dass wir sowas Tolles im Programm haben. Die Bestellnummer ist die NX6281 und die 569 nochmal. Das sind zwei dieser Teleskop-Trinkhalme plus dieser Hülle plus Karabinerhaken. Also ich finde das einfach auch mal einen tollen Gag. Das ist schon fast so Luxus pur. Weißt du? Das ist richtiger. Kennst du die Luxusdamen noch, die diese Zigarettenspitzen, hatten, wo du auch gedacht hast, und hiermit machst du doch einen Riesengag, oder? Der ist auch sehr schick hier mit diesem Edelstahl, also klasse Produkt. Ich wusste nicht, dass wir das haben. Das ist echt klasse. Und Sie dürfen es bis zu 5-mal bestellen, vielleicht auch als Geschenk für Ihre Liebste oder Ihren Liebsten. Tolle Sache. Du, ich glaube, Kinder freuen sich drauf. Richtig toll. Ja? Wir haben noch mal Licht. Das ist auch toll. Das sind diese Pflastersteine, kann man fast schon sagen. Ne? Ja, genau. Glasbausteine, die per Solar betrieben werden. Das ist was ganz Wichtiges. Man setzt das also in die Pflastersteine herein oder setzt einen herkömmlichen aus Stein und hat dann nachts Beleuchtung. Das wäre zum Beispiel toll, um Parkplätze zu kennzeichnen oder Ähnliches. Ja, das kann man ganz einfach mit in sein Pflasterwerk einbauen hier. Und dann hat man diese tollen Lichteffekte, die eben auch keine Batterien, kein Kabel brauchen, weil die solarbetrieben sind. Und damit können Sie Ihre Auffahrt, Ihre Wege richtig cool mal in Szene setzen. Richtig cool. Der wechselt automatisch die Farbe, wenn ich das richtig sehe. Ist natürlich wetterfest und der ist aus richtig dickem Glas. Also da können Sie auch mit dem Auto rüberfahren. Jetzt ist er rot bei mir. Sehr schön. Bei dir ist er grün. Bei mir grün. Jetzt wird er auch wieder grün. So, jetzt waren wir beim Parkplatz. Ich könnte mir das aber auch gut im Garten irgendwo vorstellen. Blau. Oder der H.L. aus Grünberg hat eine andere Idee noch. Und zwar schreibt er uns, ich lebe in einer Kellerwohnung und habe die LED-Glasbausteine vor meinem Eingang platziert. Die Steine leuchten auch bei wenig Sonne stundenlang. Also das ist ein ganz, ganz toller Effekt. Und es ist ein echter Hingucker hier. Wenn Sie diese Steine bei sich irgendwo im Weg oder in den Garten irgendwo reinstellen. Die sind natürlich wetterfest und ich liebe die richtig. Das ist richtig tolles Material hier, was eben auch robust ist, dass man hier auch mal mit dem Fahrrad, mit dem Auto rüberfahren kann und hat dann im Prinzip ewig Licht abends dann. Richtig klasse. Bis zu 8 Stunden hält der Akku, steht hier, also wirklich, da kann man schon davon sprechen, in den meisten Teilen des Jahres die ganze Nacht. Und man kann das auch, steht hier, natürlich auch in Rasen, in Blumenbeete oder in Kieswege einlassen, dann einfach ein bisschen eine Vertiefung machen und reinlegen. Ja? Ja, und ich glaube, dann ist es alles von, oder ist ganz sicher, es geht alles von allein, weil eben das Solarpanel integriert ist. Und sobald die Sonne aufgeht, wird wieder frische Energie getankt. Und sobald die Sonne untergeht, sorgt der Dämmerungssensor dafür, dass eben das Licht angeht. Schön. Und es ist kein Preisalarm. Das können wir tatsächlich auch bis zu 5-mal bestellen. Damit können Sie dann schon mal den ganzen Weg richtig schön ausleuchten und eben speziell ausleuchten mit diesem bunten Licht hier, das Sie einfach irgendwo in den Boden einlassen. Ein tolles Produkt. Ich habe das schon immer sehr gerne gemacht. Wir haben es ganz selten in der 5-Euro-Show. Heute ist Ihre Gelegenheit, das zu bestellen. Sie können es bis zu 5-mal bestellen. Damit kann man dann schon mal eine richtige Fläche machen. Guck mal, wenn du hier zwei nebeneinander hast, das sieht doch super aus, oder? Super stylisch. Ja, oder links und rechts als Parkplatzbegrenzung praktisch, ja? Dass jeder sieht, wo der Parkplatz oder wie es am besten zu parken gilt. Oder einfach nur, weil man bunte Farben und Licht gerne hat, weil es sieht einfach toll aus. Wie gefällt dir das, Monika? Finde ich richtig gut. Also ich finde die Idee mit dem Parkplatz zu begrenzen am besten.
würde ich bei mir tatsächlich auch machen, weil dann weiß man immer, das ist mein Parkplatz und man darf sich da kein anderer draufstellen. Also ich habe schon gesehen, da sind so nominell 5 Parkplätze und drei parken so, dass kein anderer mehr drauf passt. Aha. Wenn du das eingrenzt, ich glaube, dann sieht man auch genau, wie man parken sollte. Das ist wie so eine Landebahn am Flughafen. Ja, ne? Die Bestellnummer ist die NX5917 und die 569, ob sie es im Garten, in der Wiese, im Schotterweg oder als Parkplatzbegrenzung benutzen. Ich glaube, es tut überall seinen Dienst und sieht vor allem überall gut aus. Und das Glas ist richtig stabil. Man merkt das, wenn man es in die Hand nimmt. Also man kann da auch mal mit dem Auto drüber fahren, wenn es eingelassen ist. Da passiert eben nichts. Ich finde das klasse. Es ist genau die Form von so einem Pflasterstein, den Sie ganz einfach in Ihren Boden einlassen können. So, Monika, was hast du jetzt noch dabei? Das passt perfekt zu unserem nächsten Wochenende. Zum nächsten Wochenende. Diesem Wochenende. Dieses Wochenende ist irgendwo, ich sage jetzt nicht wo, Oktoberfest. Ja. Juhu. Ah, jetzt weiß ich warum. Das ist aber richtig genial. Ja. Das ist ein Flaschenöffner. Und zwar ein ganz besonderer, also wirklich für Party-People. Wäre auch was für deine Party, für deinen Party-Keller. Ich warte wirklich schon seit Monaten, dass wir das mal wieder in der 5-Euro-Show haben. Weil da habe ich es das erste Mal gesehen. Das ist absolut genial. Das hängen sie irgendwo an die Wand. Dann ist hier ein Flaschenöffner oben dran. Und wenn damit jemand die Flasche mit aufmacht, fällt er automatisch in diesen Korb. Keine Sauerei, die Flaschenkorken fliegen nicht durch die Gegend. Ist einerseits ein Party-Gag, aber natürlich auch super praktisch. Schauen Sie mal hier. Der ist richtig aus gutem Metall hier gemacht. Hinten können Sie es aufhängen. Und das ist alles, was man braucht. Und dann kann jeder seine Bierflaschen oder Limo-Flaschen hier aufmachen. Und die fallen alle hier in diesen Korb. Werden ganz sauber aufgefangen. Ist auch ein schöner Gag mal. Ich glaube, viele, viele hassen das, wenn sie nach einer Gartenparty oder nach einer Party überall die Bierdeckel oder jeder hasst das. Ja, auflesen müssen. Da fallen sie automatisch rein. Das ist echt Holz, müssen wir auch noch mal sagen. Ja. Ist bei 5 Euro mit Sicherheit nicht selbstverständlich. Und das oben ist, glaube ich, sogar stabiles Gusseisen, wenn ich mich nicht irre. Aber auf jeden Fall sehr stabil. Einmal festgemacht. Und dann hat man den Flaschenöffner auch immer griffbereit, beziehungsweise eben in unmittelbarer Nähe. Ob der jetzt draußen ist, weil du schon eine Terrasse hast, oder im Partykeller, ist, glaube ich, spielt dabei keine Rolle. Beim Oktoberfest bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Beim Oktoberfest wird fast immer Fassbier getrunken. Da brauchst du keinen Flaschenöffner. Mhm. Aber vom Prinzip her natürlich richtig. Doch, Weißbier wird, glaube ich, auch noch in Flaschen kredenzt. Weißbier ist auch immer aus der Flasche meistens, ne? Ich liebe. Also ich finde es toll. Was ich schön finde, guck mal, dass hier Open Beer draufsteht. Dass selbst der Dümmste entdeckt, dass das hier ein Flaschenöffner ist. Mit Pfeil sogar, da ist ein Pfeil dran. Und da kann man dann eben seine Flaschen aufmachen. Die werden alle aufgefangen. Das ist ein Riesengag, aber super praktisch auch. Und weil es nicht der Preisalarm ist, dürfen Sie auch den bis zu 5-mal bestellen. Ist ein super Mitbringsel auch. Für jeden, würde ich sagen. Trinkt ihr Bier? Nicht nur Bier, es geht ja auch für Limo, Cola, alles mögliche. Kommt ja in Flaschen. Und das ist eben ein Universalflaschenöffner für alles, diese Kronkorken. Ja. Wir müssen nur aufpassen, es gibt eine Flaschenart, die kann man nicht aufmachen mit Kronkorken. Es gibt amerikanische Biersorten, die haben Kronkorken, aber die muss man drehen. Ja. Die würden damit nicht aufgehen, aber das heißt, das dreht man. Also ich finde es klasse. Und was du gesagt hast, natürlich als Mitbringsel, das ist mal eine originelle Geschenkidee. Mhm. Wenn man und dann irgendwo eine eingeladen Kiste mit ist. Bier oder Limonade. Genau. Der Finn aus Brieskow-Finkenherd schreibt, tolles Produkt für die Männerrunde in der Garage oder im Haus. Sehr witzig und nützlich, echt weiter zu empfehlen. Das kann ich nur unterstützen. Ein tolles Mitbringsel oder eben für sich zu Hause hier. Unser Flaschenöffner mit Kronkorken, Auffangbehälter aus Holz. Mit der Bestellnummer NX3349 und der 569. Das war sie auch schon wieder. Eine halbe Stunde lang hatten wir jetzt Schnäppchen auf Schnäppchen. Um 5 Uhr gibt es immer die 5-Euro-Überraschungsshow, um 7 Uhr die 10-Euro-Überraschungsshow. Die Preise gelten 2 Stunden. Sie dürfen fast alles bis zu 5-mal bestellen, außer unserem Preisalarm. Unser Preisalarm war richtig toll heute, fand ich. Und Sie sind jetzt dran zu telefonieren und sich diesen Spitzenpreis zu sichern für all unsere Produkte, die Sie in der letzten halben Stunde gesehen haben. Viel Spaß damit!